wird's zu tun pflegt. Die Abwehr verstärken und aus gesicherter Deckung das Heil in Konterspiel suchen. Beispiel Nummer 1, Jans. Und Hannovers Torwart Sievert mit Mühe. Etwa 10.000 Zuschauer. Ein sehr schöner Sommerabend. Freiburg mit der ersten Möglichkeit. Verwirrung in Hannovers Abwehr, die Roman Wojcicki nicht ganz sicher organisieren kann. Nils Schlotterbeck bei Freiburg. Da ist Wojcicki. Und der Ball ist wieder beim Gegner. Keine Sicherheit in der Abwehr. Und dann ist Jans völlig frei. Nach 9 Minuten die kalte Dusche für Hannover 96. Der Freiburger SC führt 1:0. Verständlich, dass sich die Hannoveraner nun bemühten. Martin Groth im Mittelfeld sehr fleißig, auch gut. Aber nicht alle erreichten sein Niveau. Und hier Torwart Gerd Sachs in letzter Sekunde war der Ball hinter der Linie. Die Einstellung einer anderen Kameraposition verrät es nicht eindeutig. Man kann nur vermuten, dass Torwart Sachs in der Tat den Ball hinter der Linie nach vorne zog. Schiedsrichter Führer ließ weiterspielen. Es blieb bei der 1:0-Führung für den Freiburger SC. Es wäre im Übrigen ein Eigentor gewesen. Sehen Sie hier, da kann man vermuten, dass der Ball hinter der Linie war, obwohl er durch den Körper des Torwarts verdeckt war. Aber wie immer, Schiedsrichter Führer erkannte auf Weiterspielen und kein Tor. Dann Konter Nummer 2 als Schulbeispiel, Uwe Spies. Von Kuhlmey verfolgt und Sievers. Das hätte nun eigentlich die hannoversche Abwehr warnen müssen, aber man wusste immer noch nicht so recht, wie man sich der frischen und lebendigen Angreifer des Freiburger SC erwehren sollte. Hannover auf der anderen Seite mit Hemsoth. Und wieder Torwart Sachs. Es war schon zum Haare ausraufen, was da auf hannoverscher Seite alles versiebt wurde. Und weil es so schön war, prüfte ein eigener Mann gleich nochmal den Torwart Sachs, aber das brachte keine Gefahr. Sie sehen Freiburg weit zurückgezogen in die eigene Hälfte. Verstärkte Abwehr von Anfang an. Die Devise von Trainer Krautzun, noch einmal Hemsoth. Und dann Carsten Suhrmann, der Oldtimer. Aber er machte es vor, wie man es nicht machen soll. Und seine jungen Mannschaftskameraden, vor allem der Jugendnationalspieler Niklas Weiland und Grün, die jungen Stürmer, die hatten es dann sehr, sehr schwer. Konter Nummer 3. Uwe Spies, Sievers ausgespielt. Dann kommt Sundermann zu spät. 2:0, 28. Minute, zugleich der Halbzeitstand. Und selbst die Treuesten unter den Fans von Hannover 96 fanden die Sache nun nicht mehr lustig. Aus der zweiten Spielhälfte nur noch 2 Szenen. Sie alle sind austauschbar. Freiburg hatte kaum noch eine Chance. Hannover bemühte sich. Man kämpfte, aber die jungen Spieler, sie hatten manchmal kein Glück und gelegentlich, da bewiesen sie auch reichlich viel Unvermögen. Kretschmer, die Neuerwerbung von Meppen, das war natürlich Pech. Da war immer wieder ein Bein eines Freiburgers dazwischen. Und dann noch eine Chance. Und sie zeigt, wie schwer es mit den Nerven war auf Hannoveraner Seite. Grün, noch einmal der Ball vorbei. Es blieb bei einem verdienten Sieg des Freiburger SC. Und wieder geht in Hannover ein Trainer schweren und ungewissen Zeiten hin.